Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin die Miri und heute ist das Fest des Wintersterns oder so ähnlich. Nee, nicht des Wintersterns. Ah, Eisfischen Festival, genau, das ist heute. Ja, wir haben einiges im Gewächshaus zu ernten. Heute haben wir allerdings nicht ganz so viel Zeit. Was heißt denn das mit den Futtermitteln hier jetzt wieder? Futtermittel 1. Anzahl Heule 77 von 720. Da muss ich was tun. Auf jeden Fall. Muss ich mal mein Heu ins Silo zurückbringen. Achso, der Wahrsager ist heute eigentlich auch interessant. Aber er ist sowieso verstört. Also irgendwie haben wir im Moment nicht wirklich Glück. Das können wir schon mal festhalten. Sie geht heute in die Stadt. Also ich gehe heute Eisfischen. Weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht, ne? Und wir gehen jetzt vor allen Dingen erstmal in den Keller, denn hier gibt es einige Sachen, die wir fertig haben. Achso, ich müsste vielleicht erstmal den Käse von draußen holen. Also es gibt auch so eine weitere Sache, über die ich so ein bisschen nachdenke. Es gibt ja die Möglichkeit, dass man schon noch ein paar Fässer mehr unterbringt. Allerdings versperrt man sich damit ein bisschen den Weg. So, Shane schenkt uns was. Das heißt, man sollte das wirklich mit Vorsicht machen. Allerdings haben wir so viel Holz und Hartholz, dass wir das schon riskieren könnten, denke ich. Also, ich zeige euch, was ich meine. Und zwar, wir haben ja bisher diese Gänge immer freigelassen, weil wir ja sonst logischerweise nicht an die Fässer rankommen, wenn sie fertig sind. Aber wenn wir erreichen, dass wir da drin sozusagen, wenn wir in zwei Reihen hier sowieso so Sachen haben, die immer gleichzeitig fertig werden, dann könnte ich mir vorstellen, dass man den Rest, dass man den Weg auch mit Fässern voll macht, sozusagen, in denen dann genau dasselbe drin ist. Damit würden wir nochmal ein bisschen mehr rausholen. Jetzt muss ich nur mal kurz rechnen, wie viel ist denn das hier? Das sind 9 pro Reihe. Heißt also 18 plus das sind 27. Ja, da reicht der goldene Käse schon mal nicht. Es sei denn, ich gehe erst raus an die Maschinen und hol mir da noch mal ein bisschen was. Dann könnte es vielleicht passen. Wir haben ja da noch ein bisschen Käse. So, und wie viel haben wir jetzt? Also, Interesse halber. 26 ist genau einer, der zu viel ist, sozusagen, der nicht reicht. Aber das macht nichts. Das macht eigentlich nichts. Das kriegen wir schon hin. Also. Wir nehmen uns jetzt erstmal den Käse hier raus. Und befüllen den mit anderen. Diesem Käse. So. Gut, das hätten wir schon mal. Dann machen wir uns natürlich noch ein paar Fässer. Und zwar in dem Fall jetzt 8 Stück, weil uns ja ein Käse noch fehlt sozusagen. Nee, warte mal, irgendwo muss noch einer. Genau, ein Fass habe ich vergessen, sehe ich. Hier. So, eins. Ach so. Machen den Käse direkt daneben, da muss ich jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, was ich hier tue. Und noch ein letztes. So. Und damit wäre die Sache erledigt. Die werden jetzt alle gleichzeitig fertig. Wenn die dann das nächste Mal fertig sind, dann müssen wir natürlich erstmal die ganzen Fässer in der Mitte hier wegmachen. Und dann kommt das nächste. So. Wir haben jetzt leider auch nicht genug Käse, um das nochmal durchzuziehen sozusagen. Also wir machen das jetzt vielleicht ab und an mal, würde ich sagen. So, hier hinten könnte ich mir vorstellen, dass wir dann den Käse unterbringen.
Und hier haben wir ja auch generell relativ viel Wein, wenn ich mich richtig erinnere. Also da müssen wir jetzt eh drauf warten, bis dann weitere zwei Reihen sozusagen wieder bereit sind für diese Aktion. So. Der kommt hier nochmal rein. Der Rest wird verkauft. Und vor allem müssen wir jetzt erstmal uns zum Eisfest begeben. Das hier kommt weg. Und dann mache ich mich mal auf. Moment, aber das würde ich gerne noch einsammeln. Das wäre schon nicht verkehrt. Das mache ich so im Vorbeigehen. Ach, da ist noch was auszugraben für mich. Kohle. Sehr schön. Kohle finde ich super. Oh nein, da drüben ist auch noch was. Boah, 5 Megabomben. Nicht schlecht. Ja, fein. Hier sind alle möglichen Leute beschäftigt. Oh, Lilly ist auch da. Schaut mal. Wie immer in ihrem Strampler. Hat sie sich hier gerade. Ist sie gerade zu Mama gerannt? Hey, Schatz, schau, da bist du. Ja, da bin ich. Die rennt hier die ganze Zeit ganz aufgeregt rum. Das ist ja niedlich. Ach. Putzig. Leo, bist du auch irgendwo? Ich bin, glaube ich, noch nie hier rüber gelaufen, während es fest ist. Ach, hier hinten sind sie. Schaut mal. Iglu bauen ist eine Kunst, die ich von Bewohnern der Tundra hinter der gefrorenen See erlernt habe. Das war vor vielen Jahren. Ein Iglu ist ein nettes Zuhause, aber es ist einfacher, das ganze Jahr in meinem Zelt zu bleiben. Ja. Man könnte ein Iglu doppelt so warm machen, wenn man Federn in die Wände stopfen würde. Aha. Okay. Ja, nett. Nett, mit euch geplaudert zu haben. Sonst haben wir hier eigentlich nichts zu tun, oder? Nö, sonst wüsste ich jetzt nicht. So, willkommen zum Fest des Eises, ja? Das heutige Highlight ist das Eisfischen. Wir haben diesen gefrorenen See vorbereitet und mit Fischen gefüllt. Lass es mich wissen, wenn du zur Teilnahme bereit bist. Wir sind sowas von bereit. Wir werden sie wieder alle schlagen. Okay, alle zusammen, lasst uns das diesjährige Eisfischen beginnen. Unbedingt. Kandidaten, euer Ziel ist es, so viele Fische wie möglich in 2 Minuten mit den bereitgestellten Angeln zu fangen. Ist nicht wahr? Ihr müsst eure Fische hier aus diesen Eislöchern angeln. Gut, sind alle bereit? Jawohl. Und wie immer haben die anderen hier einen kleinen Vorteil, weil sie schon am Loch stehen und ich erst hinrennen muss. Hallo? Weißt du auch mal was? Ja. Nein, doch nicht in die Richtung, Hans. Wie sie alle zuschauen, ne? Ringsrum. Schauen alle gebannt zu. Wer ist der beste Angler? Ich hoffe, es haben ein paar Leute auf mich gesetzt. Na, Abigail bestimmt, ne? Abigail hat bestimmt auf mich gesetzt. Ah, Lilly ist gar nicht hier. Aber wenigstens Leo guckt zu.
Wieder falsche Richtung. Mann, Hans, du sollst nicht in die Richtung schießen. Ah, das wird doch wieder nix. Okay, das war's. Die anderen haben gar nicht aufgehört zu angeln. Das ist ja unerhört. Wow, das sind eine ganze Menge Fische. Uah, dieser Geruch. Nun kommen wir zum Gewinner des diesjährigen Eisfischens. Hans mit 6 großen schleimigen Fischen. Hier ist dein Preis. Viel Spaß damit. 200 Gold. 2000 Gold, sorry. Ja, ist doch schön. 2000 Gold für mich. Ja, ich kann nicht glauben, dass ich gewonnen habe, so wie die letzten Jahre. Schon ein bisschen, ja. Wo habe ich denn eigentlich die Pizza her? Wie ist die in meinem Inventar gelandet? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, versehentlich mein Holz weggeräumt. Nee, habe ich nicht. Ein Glück. So, das ist so das Mindeste, was wir machen. Moment. Holz hier rein. Genauso wie auch die Kohle. Ich verkaufe noch den Dolomit und den Neptunit. Und dann ab ins Bettchen. Wo ist unser Baby? Unser Kind ist nicht im Bett. Wo ist mein Kind? Ah, was machst du denn noch um die Zeit hier? Also wirklich. Deine Mama ist schon im Schlafen und ich gehe jetzt auch ins Bett und du noch nicht, oder was? Gibt's ja nicht. Ganz schöne Nachteule. So, 27.000. Naja, das ist okay. Würde ich sagen, das ist okay. So, was machen wir heute? Ich glaube, heute müssen wir uns auf jeden Fall dann ins Gewächshaus begeben. Da ist ja einiges fertig geworden. Und Abigail? Was hast du zu sagen? Oh, sie schenkt mir eine Bombe, sehr nett. Oh, Gast schenkt mir eine Pizza. Auch sehr nett. Ja. Was macht das denn hier? Das gehört hier ja mal gar nicht hin. Ich glaube, ich habe vergessen, Fernsehen zu gucken. Kann das sein? Das müssen wir gleich nochmal nachholen. Vor lauter. Völlig aus dem Takt gebracht. So. Wahrsager. Die Geister sind heute sehr glücklich. Das würde doch für einen Besuch in irgendeiner Mine sprechen. Oder zumindest mal auf unserer Inselfarm. Auf der anderen Seite müsste ich mich halt auch echt um mein Gewächshaus kümmern. Auf der anderen Seite, wir haben so viel Obst eigentlich. Wir müssen das gar nicht unbedingt machen. Aber da ist auch was fertig geworden. Naja gut, aber auf der Inselfarm, das ist ja kein Problem. Wenn wir da ein bisschen später kommen. Das ist ja nicht wie in der Wüste, wo wirklich jede Sekunde zählt. Ja. Dann werden wir uns also erstmal um den Hof hier kümmern. Hallo? Und dann noch schleunigst auf die Insel rennen. So. Was machen wir denn in die Fässer, in dieses Einmachglas rein? Wir könnten ja vielleicht mal den Ingwer nehmen. Der lohnt sich eigentlich ganz ordentlich. Vergleichsweise.
Es liegt so ein bisschen im Mittelfeld, aber es ist schon okay. Nein, nicht essen. So, hab ich alle? Irgendwo... Der fehlt noch. Ja. Dachte ich mir doch. So, hier haben wir nichts weiter. Hier kommt allerdings ein bisschen was rein. Und wir müssen natürlich unsere Gläser noch verkaufen. So viel eingelegtes Zeug. Das hier kommt weg. Das hier... Na gut, den Rest behalten wir natürlich erstmal. So. Das ganze Gewächshaus abgeerntet. Ordentlich Sachen eingesammelt. Es wird auch allmählich Zeit. Ne? Wir müssen jetzt mal langsam in die Pötte kommen. Gibt es irgendwas, was wir mitnehmen müssen? Überlege ich gerade. Also was zu essen haben wir jetzt ja praktischerweise schon im Inventar. Warte mal. Hier. Und ich glaube, ansonsten haben wir nicht viel zu tun auf der Fahneninsel. Ja. Dann würde ich sagen, wir eilen dahin so schnell wir können. Kupferpfanne brauche ich da jetzt auch nicht mehr unbedingt. Die Sense ist ganz praktisch, ja. Passt schon. So. Achso. Nee, ein Teleport-Totem haben wir ja da vor Ort. Brauche ich nicht. Oh mein Gott, hier gibt es Sachen auszugraben. Nach wie vor hoffe ich darauf, dass ich irgendwann diesen Fächer ausgrabe. Ach so, es gibt eigentlich auch eine neue Quest, fällt mir gerade ein. Emily braucht einen Amethysten für ihr wundes Zahnfleisch. Ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, dass hier so ein bisschen eigenartige Heilmethoden angewandt werden. Ich meine, die reiben ihre Beine auch mit Quarz ein. Naja. Robins Ressourcenrausch, 1000 Stück Holz. Das ist eigentlich nicht so schwer. Allerdings mit den Käferdärmen, das sollte ich vielleicht auch mal endlich machen. Ich glaube, das machen wir jetzt zuerst. So. Das kam jetzt schon so oft. Ich probiere das jetzt einfach mal. Oh, hier gibt es aber viel auszugraben. Bitte lass was Vernünftiges dabei sein. Ach, wieder nicht. Gibt's ja nicht. So, erklärtes Ziel für heute. Also erstens müssen wir uns auf unserem Hof auf der Insel natürlich kurz um ein paar Sachen kümmern. Ansonsten würde ich mich vor allem in die Minen begeben wollen. In der Hoffnung, dass wir dort Drachenzähne finden oder was auch immer uns da erwartet. Oh, Sam spielt Gitarre. Ist ja nett. Ach, Abigail! Hey Hans, willst du mit mir eine Sandburg bauen? Oh, süß. Eigentlich wäre ein Sandverlies cooler. Ist ja witzig. Und unser Kind ist jetzt allein zu Hause, ja? Oh, wir sind so Rabeneltern. Ständig lassen wir unsere Kinder alleine. Oder unser Kind ist ja noch Einzahl. Natürlich auf jeden Fall sehr viel Fasern, deswegen sollte ich mich vielleicht auch noch mal in den Dschungel begeben. Da gibt es ja immer so ein bisschen was. Außerdem wollte ich die ganzen Miesmuscheln hier haben. Für zukünftigen Dünger. Oh, eine goldene Kokosnuss. Sehr schön. Wollen wir mal hoffen, dass was Vernünftiges drin ist. Tja, ansonsten würde ich gerne bei Mr. Chi vorbeischauen, mal sehen, was sonst diesmal so zu an Sachen, an Aufgaben präsentiert. Und wir können natürlich schauen, wofür wir unsere 50 Edelsteine, die wir haben, jetzt investieren können. Schon 16 Uhr.
So, was gibt's denn heute hier so? Wieder das mit denen, da kommt immer nur dasselbe. Ist ja auch doof, ne? Also ich habe jetzt keinen Bock, da jede Woche dasselbe zu machen. Dann lassen wir das jetzt erstmal. Die Pferdeflöte finde ich natürlich cool, aber was ist Piers verlorene Lagerliste? Was kann ich denn sonst noch machen? Also, exotisches Doppelbett, das ist so das, was mich am wenigsten interessiert, glaube ich. Die Rezepte sind interessant, aber wir haben kein radioaktives Erz. Macht also keinen Sinn. Galaxieseele. Wenn ich drei davon habe, kann ich daraus ein tolles Schwert machen. Ermöglicht zu jeder Tageszeit den Zugang zu allen Gebäuden in der Stadt, das ist natürlich auch irgendwie geil, aber ich tendiere tatsächlich ein bisschen dazu, die Pferdeflöte zu organisieren. Ach, das ist was, was ich dann so im Inventar habe, okay. Und dann könnte ich ja mein Pferd immer mal herbekommen. Kann ich das auch hier verwenden? Lass mal ausprobieren. Tatsächlich! Wie geil ist das denn, Leute? Ich kann mit dem Pferd auf der Insel rumgaloppieren. Das ist ja der Hammer. Habe ich mir einfach mal mein Pferd hergebeamt. Oh, unser Inventar ist schon ganz schön voll. Erstmal alles hier ausräumen, was wir nicht brauchen. Entenfeder, Schneesüßkartoffel. Alles so Sachen, die ich jetzt sonst so gefunden habe. Achso, mein Essen muss ich aber eigentlich schon mitnehmen, ne? So. Aber die Angel brauche ich in der Mine nicht. Die Frage ist nur, galoppiere ich da jetzt hin? Ich würde eher sagen, wir nehmen hier unser Dingens hier. Vulkan, da will ich hin. Und dann versuche ich hier natürlich einigermaßen flott durchzukommen, aber vor allem will ich Drachenzähne. Ich will Drachenzähne sehen, Leute. Jetzt kommt erstmal dieses blöde Flammenvieh. So ein weiteres Thema eigentlich ist, dass mir noch zwei Tagebuchfetzen fehlen. Und ich weiß nicht, warum die bei mir nicht auftauchen, ehrlich gesagt. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich hier gar nichts machen würde. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich einfach mal ein bisschen gründlicher hier durchgehen werde. Mehr Sachen abbaue. In der Hoffnung, dass es das irgendwie triggert, weil man bekommt die ja unter anderem, wenn man Erze oder Steine abbaut. Aber jetzt wirklich nur Steine abzubauen, ist halt in dieser Mine irgendwie doof, ne? Auf der anderen Seite sind wir jetzt natürlich auch schon auf Level 5. Ja, aber es hat wieder nicht. Also es war wieder kein Drachenzahn dabei, es war keine Kiste dabei. Also ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Mal ich mich da durchbewegen muss, bevor ich irgendwann mal das bekomme. Das ist schon krass. Naja, ich gehe mal in den Dschungel. Mal schauen, was erwartet uns denn hier? Habe ich hier noch ein bisschen was, was ich machen kann? Ja. Kommen wir noch ein bisschen Fasern.
Wäre noch nicht viel. Wir haben ja ein bisschen Saatgut gefunden. Das würde ich dann nochmal hier gerne anpflanzen. Taro-Wurzeln. Das hier noch. Hier ist mein Platz für finden. So. Und dann mal schleunigst ins Bett. Ich frag mich, wenn ich hier ein Doppelbett hinstellen würde, ob Abigail dann auch hier schlafen würde. Also ich vermute nicht, aber wäre irgendwie schön, ne? Könnte man so eine kleine Auszeit auf der Insel nehmen? Naja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.